Hey Pieps, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Redcon und wir müssen die Viper Strikecom vernichten als nächstes und zwei Sachen zuerst. Spoiler, in jeglichen Spielen mit Story, die ich spiele, werden von mir ausgeblendet, zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob das für einen auch ausgeblendet wird und zweitens den Traum von der großen Kanone lasse ich mir nicht, auch wenn es vielleicht nicht gut ist, lasse ich mir nicht davon beenden. Ja, ich will die zumindest einmal verwenden. Einmal, ein einziges Mal, selbst wenn ich das verliere, ist mir egal, ich will das Ding nur einmal benutzen. Von daher, danke für den Hinweis, guter Alex, aber ich werde es mir trotzdem kaufen. Jedenfalls, da es ja im Moment gut funktioniert mit dem Setup, machen wir mit dem einfach vielleicht weiter. Und die haben Kinetic Shit und Geheimoperation und beides mag ich nicht. Zu Recht, natürlich. Immerhin haben sie keine Abwehrsysteme. Ändert aber nichts daran, dass wir jetzt eigentlich mal dafür gucken müssen, dass wir jetzt am besten erstmal den schweren Mörser ausschalten. Genau, die schießen alle drauf, Ich schieße einfach auch mal drauf und von hier einfach mal auf die Feuerraketen. Dann wie immer, ja, du reist. Die anderen beiden können da bleiben. Du gehst da mit bitte zum Kinetic Shield, um die Matrix aufrechtzuerhalten. So, jetzt zerschießen wir erstmal die Matrix hoffentlich. Okay, jetzt haben wir sie zerschossen tatsächlich. Gut, jetzt zerschießen wir sie nochmal. Jetzt wird es allerdings eine Zeit lang dauern, bis sie wieder aufgebaut wird. Wir kommen uns mit einem gleichzeitig an. Mal sehen, wie viel kann ich abfangen. Ein bisschen was. Okay, diese, Alter, diese riesige Menge an Salven, ne? Das ist schon brutal. Das macht schon ordentlich Schaden. So, jetzt schießt jetzt tatsächlich auf meine Matrix. Wir haben jetzt erstmal wieder aufgebaut, so wir haben erstmal seinen Mörser da zerlegt. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die anderen Kanonen hier tatsächlich einmal den Bach runterschießen. Weil die dann doch eine ganze Menge, Schüsse kommen. So, wenn deren Feuerraketen, okay, die gehen nicht down. Sehr gut, dann ist die schon mal weg. Dann können wir jetzt auf die zweite schießen. Wenn du nur auf die kleine schießt und dann auch perfekt, die ist auch weg. Dann schießt du, warte mal, du schießt da drauf, du schießt auch da drauf, du schießt da drauf und du schießt auf die kleine, jawohl. Und wenn die große trifft, ist die kleine weg. Mach Adam Riese. Sehr gut, jetzt brennt's, weil die Feuerraketen weg sind. Noch laufen wir in der Operation. Aber gleich nicht mehr lange, denke ich mal. Und wir werden jetzt unser Feuer langsam darauf konzentrieren, dass der Raum, deren Fortschritt, nicht so weit kommt, wie er sein soll. Nicht, dass sie uns jetzt noch einen Typen übernehmen, deswegen ich extra Personal habe. So, erstmal müssen wir reparieren. Das heißt, erstmal ist eine kurze Pause. So. Und jetzt ist in dem Raum da erstmal komplett Feierabend. Du schießt nochmal dahin, du schießt nochmal dahin, während die anderen drei das mal darauf schießen, genau. Du, ja, genau, schießt ja auch da drauf. Ja, okay, da kommt auch noch eine. Das müsste jetzt eigentlich. Ne, das Schild bleibt nicht lang genug weg. Die schießen Gott sei Dank zeitlich versetzt, dass der zweite Schuss durchkommt. Also ist jetzt da fast Feierabend. Was Geheimoperation angeht. Jetzt ist Feierabend. Jetzt nämlich jetzt unsere Präzisionskanone getroffen. Das heißt, wir können unser Feuer weiter konzentrieren auf den Kinetik-Schild. Weil der mich nervt. Und ja, dann schießt aber mal ein bisschen auf die Raketen, weil wir es können. Und dann müsste das eigentlich jetzt gleich vorbei sein, weil Schaden haben wir ja kaum bekommen. Nur einmal haben wir noch dieses halbe abbekommen. Der nächste ist weg. Und wie gesagt, nur einmal haben wir noch dieses halbe abbekommen. Aber ich habe mir meine Männer noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht, von daher. Alles in Ordnung. Jetzt gleich, weil er damit beschäftigt ist, das Teil zu reparieren.
Nein, du kannst da unten bleiben. Genau, mit dir schießt du oben drauf, das brauchst du nicht. Die schießt mir bitte beide da drauf. Kanone. Während jetzt die Matrix weg ist. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass erstmal hier wieder die Kanonen wegkommen. Du. Und du schießt einfach mal da drauf. Oh, das war's. Ganz schön hell, warum wir hier keine Energie mehr haben. Die habe ich gerade eingestellt, dann ist es aufgefallen, das Ganze fliegt in die Luft. An ihrer Stelle würde ich das nicht als einen Sieg werten, Commander. Die haben in einen Viper-Nest gesprochen. Gestochen. Anscheinend beschützen die Vipers die enormen Mineralablagerungen der Koks. Uran, Thorium, Fluidum, Plutonium. Und nicht zuletzt Gold, Oberleutnant. Ja, es wird Zeit, dass die Koks ihren gerechten Anteil bezahlen. Oberen Steinbruch, Commander. Erobern wir? Wie viel kostet die Kanone? 2000 bestimmt, ne? Mein Traum kostet 2000, mein Traum einmal zu verwenden. Was wir hier alles freigeschaltet haben. Also verwenden könnten. Die Landung ist ja langweilig. Kernwaffe 3000, okay. Könnte ich auch tatsächlich mit Kernwaffen verwenden. 724, die macht mehr Schaden. Warte, die 7. Die braucht 10 mehr Munition, weniger Platz und macht 100 mehr Schaden. Weniger Energie. Aber dafür setzt auch deutlich weniger aus. Könnte beides cool sein, dann brauchen wir wirklich nur kleine Waffen, damit wir noch halbwegs Feuer haben, dann sind die von auch weg. Schauen wir mal. Jetzt haben die jedenfalls eine ganze Menge, womit sie uns wehtun können. Ich glaube, wir schießen zuerst erstmal den Laser weg. Bevor wir irgendwas anderes machen. Und du kannst wie immer weggehen. Ich würde zu zweit an der Matrix arbeiten. Jetzt ist die Frage, wie gut kommen wir gegen das Abwehrsystem hier voran? So, der Laser wird uns erstmal ordentlich wehtun. Wir können uns aus dem Moment nicht wieder aufbauen. Wir werden auch eine ganze Menge Schaden erhalten haben. So, jetzt könnt ihr da bitte einmal wieder reparieren. So, jetzt ist der Laser schon mal weg. Dann kümmert sich diese Kanone schon mal um das Abwehrsystem. Dass wir da ein bisschen zumindest die Effektivität mindern. Und während du jetzt hier dafür sorgst, dass es hier weitergeht. Der Kanone. Das Abwehrsystem, das wird nämlich noch ziemlich nervig werden, weil die Schüsse dann doch ordentlich sitzen. Also weil die ordentlich Schüsse abfahren. Frage, wie lange hält die Tür von durch? Wie schnell schaffe ich es, um auf die Unterräder zu schießen? Auf den Laser. So, warte mal, ich habe den gerade ausgewählt, okay. Der erste Schuss wurde abgefangen, das ist im Moment etwas. Wir müssen sich aber erstmal wieder hochheilen. So, jetzt haben wir erstmal da unten wieder getroffen. Ich befürchte, das geht nicht schnell genug auf den Laser, dass der den vorher noch aufbaut. Ja, schafft er tatsächlich. Okay, immerhin sorge ich dafür, dass jetzt ein bisschen. Oh nice, wir haben einen getötet. Dass er da ein bisschen, noch einen getötet, ein bisschen Verzögerung hat. Dass sie die Feuerrate quasi ein bisschen verringert haben. Und die haben jetzt wirklich nur noch zwei zum reparieren, das heißt. Das müsste eigentlich ziemlich gegessen sein, diese Nummer hier. Was ziemlich nice wäre. So, jetzt haben wir die auch weg. Das heißt, wir schießen immer auf die Feuerraketen. Schießen immer auf die Feuerraketen. Der nächste ist down. Das heißt, die haben nur noch einen. Und der ist die ganze Zeit immer operieren. Schießen wir jetzt da drauf. So, jetzt gut, die eine Kanone nicht jetzt gerade nicht. Geh mal bitte raus. Heil dich mal bitte hoch.
Spring jetzt sofort runter, um den Band zu löschen. Und du übernimmst den Posten hier. Müssen wir gleich. Da kann tatsächlich einmal die Schuss abgefangen. Jetzt brennt es da oben. Da muss er sich natürlich drum kümmern. Weil brennen ist nicht gut. Das heißt, wir können jetzt dafür gucken, dass wir hier den Rest unten wegschießen. Weil der muss da nicht drauf schießen, der kann auch einfach darauf schießen, auf den Verbrennungsmotor. So, jetzt müssen wir gleich viel Energie haben, wenn er es repariert hat. Dann ist der Abwehrsystem funktioniert ein bisschen zu gut, meiner Meinung nach. So, um den Laser zu reparieren, dürfte allerdings auch nicht ein Erfolg gekrönt sein. Schieß noch da drauf, das muss er gar nicht. Du musst auch nicht mehr darauf schießen. Ich schieß mal bitte alle auf den Abwehrraum. Alle. Was war du? Du bist auf dem Verbrennungsmotor. So, da ich dass die Kleinen kommen, ist natürlich ein bisschen die kleinen Geschütze hier lenken das System sozusagen ein bisschen ab. Um mehr Treffer zu erzielen, ist auch der letzte down. Die haben auch nichts mehr Offensives. Also eigentlich ist das Ding hier gegessen. So, jetzt ist es auch vorbei. Den wir bekommen haben. Schändlicher Raub ist kein Krieg und ein Dieb ist kein Commander. 475. Festigung kann 4% mehr Schaden erleiden. Brauchen wir im Moment nicht, weil wir unser Schild haben, was ziemlich gut arbeitet. Wir haben lange genug mein Volk beraubt. Bevor ich hier auslösche, werde ich mir meine Abwehrung zurückholen. Das sieht nicht gut aus. Groß angelegte Mobilisierung von Kriegsstreitkräften auf den Icarus-Flughafen entdeckt. Ich spiele gegen einen Flughafen. Haben wir da irgendwelche Perks? Feuerwehr langsam aus? Nein. Laserbomben? Nein. Pfannenwaffen? Nein. Nervengift? Nein. Nein, 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 nein. Nein, das ist nämlich nur offensiv. Okay. Haben wir nichts gegen, also bleiben wir bei dem, was wir haben. Mal kurz überlegen. Ich könnte zum Beispiel noch einen 3 upgraden. Und dennoch. Haben wir davon 2, dann bauen wir die beiden auf 3. Vergessen, was wir mit der großen können. Nehmen wir hier von den 2 kleineren. So, energiemäßig passt das immer noch. Und dann werde ich meinen Traum wohl doch eher begraben. Einfach mal Stufe 3, weil es schön, aussieht. Ist ja nicht wirklich nötig, aber gut. Das tut mir nicht alles für die Optik. Kernreaktor. Der kostet mich ja 3. Upgraden kann ich den nicht. Den plus 5, der bringt plus 4, genau. Aber kostet auch. Ach, ich habe gar keinen Kernreaktor. Ja gut. Hat sich das schon erledigt, die Überlegung. Ist Zeit, vielleicht durch den Kernreaktor zu auszutauschen. Und wir gehen weiter. Flughafen, das ist eine ganze Menge, was sie da haben. Gut, dass wir kleinere Beschüsse haben. Du kümmerst dich ja, genau. Am besten kümmerst du dich erstmal darum, dass die hier weniger Präzision haben. Da habe ich nicht drauf geachtet, wie viel Munition ich verwende. Kritisch. Das heißt, wir können jetzt sowieso schon mal auf die erhöhten Salven gehen. Wir haben ja hier Gott sei Dank jemanden, der die Präzision erhöht. Dann kümmern wir uns darum, dass der Laser uns nicht zu sehr auf die Nerven geht. Dann machen wir jetzt mal das Kleine hier oben und der EMP Blaster schießen wir bitte da rein, um die Effektivität der Lasersysteme ein bisschen zu verringern. Natürlich dauert das Ganze jetzt ein bisschen. Du gehst mal bitte wieder zur Matrix mit. So, jetzt kommt der nächste Schuss und der sitzt. Dann haben wir den Raum schon mal weg. Wir könnten jetzt tatsächlich auf den MP-Blaster schießen. Der ja 100% treffen wird. Ne, doch nicht. Trifft nicht zu 100%. Okay, diese 12er-Salven oder was das sind? Genau, diese 12er-Salven, die sind brutal.
Da kommt das Abwehrsystem echt nicht hinterher, vor allem wenn die parallel geschossen werden. Das ist schon echt eine Hausnummer. So, jetzt haben wir auch den EMP-Blaster weg. Das heißt, wir kümmern uns als nächstes um die Giftraketen, während du bitte nochmal da drauf schießt, weil ich das Gefühl habe, die werden das wieder reparieren. Und nochmal, sie steht wieder, da der Schuss sitzt mit der Präzisionskanone, die wir vielleicht bald mal auf Stufe 3 bauen können. Was ziemlich, ziemlich nice wäre. Okay, die Abwehrsysteme, die arbeiten ja echt eine ganze Menge, weil so viele Schüsse, die hier reinkommen, echt diese 12er-Salve, ey. Das ist einfach nur geil. Wirklich Spaß. Das ist einfach nur zu, das sieht einfach nur zu geil aus, wie einfach die ganze Zeit was durch die Luft fliegt, die einfach nicht hinterherkommt. Wir haben auch einen Medizinverraum, den müssen wir auch erstmal reparieren. Da hängt der Jump auf, ein bisschen schick. Das sieht echt strahl. Wobei man sieht auch ein bisschen schräg aus, aber der, die am Rand ist ja nicht mehr so ganz. Jetzt einmal kurz hochgehen. So, wo schießt du drauf? Du schießt jetzt bitte auf den nächsten Mörser. Du schießt weiter unten drauf, ja, du schießt da drauf. Der schießt auch da drauf, der schießt mir bitte da drauf und der schießt da drauf. Mach's mal so. Wechseln die eigentlich noch? Schießt du noch oder schießt du da noch komplett durch? Der schießt einfach komplett durch. Der hat echt die ganze Menge zu tun. Ohne Spaß. Finde ich irgendwie witzig. So. Jetzt haben wir das Teil erstmal wieder zerlegt. Okay, jetzt kommt die Rakete. Können wir tatsächlich arbeiten lassen. Wir haben ja noch, ich weiß gar nicht mehr, ob sich Giftkontamination schnell auflösen. Reicht statt? Reicht nicht mehr. Wir haben jetzt ein riesiges Problem. Weil tatsächlich alle drumherum waren, hat sich gerade meine ganze Armee ausgelöscht. Ja, fast meine ganze Armee. Das ist jetzt irgendwie nicht gut. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Worauf schießen wir denn? Da schießt nichts mehr. Das heißt, das schießen wir immer wieder weg. Da steht nichts mehr. Dann schießen wir bitte da, weil wir hier keine Brände mehr löschen können. Wäre wichtig, dass wir das Teil da erstmal zerlegen. Du dich mal bitte hoch. Aber der Impact echt von dieser Rakete, da will, die war schon echt ein Hammer. Muss man ja mal so sagen. Ich hoffe, wir kriegen die Kanone down. Ist down. Du schießt da unten drauf. Schieß mal bitte auf den Medizinstrahlraum. Wir versuchen jetzt einfach mal deren Infrastruktur zu schädigen. Oder irgendwie gucken, dass wir vielleicht auf die Rakete durchkommen. Kannst du mal da bitte reparieren? Den Schuss haben wir ja gerade abgegeben. Aber nur ein paar Punkte. Wobei eigentlich brauchen wir die Raumhead gar nicht mehr. Weil da ja sowieso keiner arbeitet. Jetzt verfehlen wir hier schon wieder alles, weil der den Laser da aufgebaut hat, den EMP-Blaster. Das war jetzt echt eine ordentliche Nummer, die er mir da reingedrückt hat. Wir kommen gleich in die nächste Rakete und ich werde auch die nicht stoppen können. Aber im Moment wissen wir jetzt, was die für einen Impact macht. Das heißt, wir lernen das fürs nächste Mal, weil ich sehr wahrscheinlich davon ausgehe, dass wir es trotzdem irgendwie nicht ganz schaffen werden. So, wo geht die hin? Können wir das irgendwie sehen, wo die hingeht? Die geht hier hinten hin. Dann geh du mal bitte hoch. Ja. War definitiv eine gute Entscheidung, den da hochzuschicken. Aber geh mal bitte kurz in den Raum da rein. Du brauchst ein bisschen mehr Schutz. So, wir haben die Kanone hier wieder zerlegt, was ja immer schon mal etwas ist. Dann kommen wir nicht einfach so ran. Also wir kümmern uns ja um diese Kanone und die Kleinen kümmern sich mal bitte um die Giftrakete. Vielleicht machen wir ja noch genug Schaden. Wünschenswert wäre es ja.
bitte wieder raus. Kommt ja noch mit dem Luftschiff. Was mein Ende sein könnte. Jetzt wird mein Abwehrsystem hat jetzt leider ausgehebelt. Das heißt, wir müssen einfach nur hoffen, dass die Matrix sich hin und wieder mal aufbaut. Und dann ein bisschen was abfangen können. Okay, der hier hat so ziemlich alles, was wir haben, lahmgelegt. Heißt. Du gehst bitte nicht durchs Gift. Okay. Also vielleicht schaffen wir es ja wieder aufzubauen. Vielleicht machen wir noch gerade so genug Schaden.